Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt. Das ist jetzt Folge Nummer 24 und damit wird Minecraft erklärt vorerst enden, denn das Ganze war als Adventskalender gedacht und ja, die hören ja meistens bei 24 auf. Und ja, wir haben heute Weihnachten, deswegen sind hier auch Weihnachtskisten und deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch schon mal frohe Weihnachten, ein schönes Fest und macht, was ihr halt so gerne macht an Weihnachten, keine Ahnung, wie esst zum Beispiel Raclette bei der Oma, das ist immer ganz cool. Ne, auf jeden Fall viel Spaß euch bei was auch immer ihr tut. Ihr könnt auch schon mal Hashtag Weihnachten in die Kommentare schreiben, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Wäre auf jeden Fall cool. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns jetzt nochmal die ganze Welt an. Heute machen wir nichts Besonderes. Wir machen so eine kleine Welttour und schauen uns eben nochmal alles an, was wir geschafft haben in den letzten 24 Folgen. Wir erzählen nochmal ein bisschen dazu. Und ja, also ich würde sagen, wir fangen mal dort an, wo eigentlich die Serie aufgehört hat. Nämlich in diesem, in diesem Preiseraum, in diesem Vitrinenraum, wo wir den ganzen coolen Stuff haben, den wir uns so erfarmt haben. Wir haben hier ganz hinten erstmal eine Karte, das ist vielleicht ein guter Anfang. Da sieht man dann, was wir so gemacht haben. Wir haben nämlich hier unser kleines Gebiet mit unserem Haus und mit unserem coolen Garten und dem Stall und so weiter und so weiter. Das ist ziemlich nice geworden tatsächlich. Und dann haben wir natürlich auch das Dorf, wo wir ziemlich viel Zeit reingesteckt haben. Da habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen weitergebaut und das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Ja, ansonsten, was haben wir hier? Wir haben hier den Drachenatem, den wir uns ja in einer der letzten Folgen, ich glaube in der vorletzten Folge geholt haben, als wir den Drachen besiegt haben. Da haben wir auch den Kopf her und wir haben auch das Drachenei. Und wir haben hier diese coolen Banner aus der End-City und wir haben auch einen coolen Banner von den Raids. Und natürlich eine Wither-Rose, weil wir haben ja auch den Wither getötet. Und hier noch ein bisschen Diamantrüstung. Und das ist eigentlich alles ziemlich nice. Der Kamin ist auch, finde ich, cool geworden. Und diese Weihnachtskissen sind halt einfach ziemlich schön. Ja, ansonsten haben wir hier eigentlich sonst nichts Besonderes. Was ich nochmal erzählen könnte, ist übrigens, dass ich wahrscheinlich diese Welt auch zum Download freigeben werde. Wenn ich dran denke, dann habe ich den Link schon in der Beschreibung. Und auch in jeder Folge werde ich das dann ändern, dass der Link halt in der Beschreibung ist. Wenn man es downloaden möchte, dann könnt ihr euch die Map selber nochmal anschauen. Und ja, auf jeden Fall, das war hier eigentlich so dieser Raum. Ich finde, der ist ziemlich cool geworden. Ich mag das, wenn man so die ganzen richtig geilen Sachen so sieht und ausgestellt hat so ein bisschen und alles so an einem Fleck hat. Finde ich toll. So, und jetzt gehen wir weiter in unser normales Haus. Und zwar haben wir da hier unten ja diesen coolen Eingang ins Lager. Was ich ziemlich nice finde. Ich finde das immer cool, wenn man halt im Lager so einen Weg hat ins Haus hinein und tatsächlich aber auch so einen ganz normalen eigenen Ausgang fürs Lager. Wobei der hier ein bisschen suboptimal ist, weil der halt nirgendwo hingeht, außer irgendwie. Ja, okay, man könnte von hier halt da in diesen Raum schwimmen, aber woanders kommt man hier nicht so wirklich hin. Aber das Lager ist, finde ich, auch ziemlich cool geworden und sieht natürlich mit diesen Weihnachtskissen auch richtig cool aus. Ist natürlich ein bisschen klein, also hätten wir jetzt noch länger gespielt, dann hätte ich auf jeden Fall ein größeres Lager gebraucht. Aber ich denke, so für die ersten 24 Folgen war das auf jeden Fall ausreichend und dafür finde ich das Design ziemlich cool. Und ich bin sogar am überlegen, sowas halt öfter mal zu bauen, solche Designs hier, also so ein Lagerdesign meine ich. Weil ich finde, aus Holz sieht das tatsächlich ziemlich nice aus. Gefällt mir gut, auch mit den Rüstungen da oben. Ist, finde ich, ziemlich nice geworden. Was wir dann nochmal schnell machen ist, wir schauen uns mal die XP-Farm an, die wir gebaut haben. Die war ja hier unten. Und dafür müssen wir dann hier diesen Weg entlang hüpfen. Und dann kommen wir auch schon zur XP-Farm. Da hatten wir richtig Glück, wir hatten nämlich zwei von diesen Spawnern übereinander. So mehr oder weniger, also zwei von den Cave-Spin-Spawnern. Das ist natürlich richtig nice und ich glaube, sowas hatte ich auch noch nie in Minecraft, dass sie so dicht nebeneinander sind. Und das haben wir natürlich direkt ausgenutzt und haben daraus eine XP-Farm gebaut, die ziemlich gut funktioniert hat. Wir haben ja alles verzaubert, was wir hier so haben. Also muss es ja gut sein, die XP-Farm. Obwohl hier ja in der letzten Folge, glaube ich, noch ein Loch war, was ich nicht gefunden habe und deswegen wurde ich immer angegriffen. Aber jetzt funktioniert die ganze Farm wieder. Wir können uns hier ganz entspannt hinstellen und die Viecher killen. Und vielleicht mache ich auch nochmal ein Tutorial. Oh, ja, okay, ganz entspannt, ne? Ja, man kennt ihn. Vielleicht mache ich auch noch ein Tutorial dazu, wie man das Ganze baut, aber eigentlich habe ich das ja schon im Video ausführlich gezeigt. Und so toll ist die Farm eigentlich doch nicht, weil man hier immer irgendwie von den Viechern angegriffen wird. Das ist natürlich schon nervig, aber ich denke so, ansonsten ist sie ziemlich gut und wir haben halt genug XP gehabt, um alles zu verzaubern. Und ich glaube eigentlich, also theoretisch, selbst wenn ich jetzt weiterspielen würde auf der Map hier, dann müsste man halt nichts weiter verzaubern, weil wir haben jedes Werkzeug verzaubert, wir haben jede Rüstung verzaubert, wir haben auch die Elytra verzaubert. Was sollte man da noch verzaubern? Eine Armbrust vielleicht, aber ein Dreizack vielleicht, eine Angel, aber das sind halt nicht so die wichtigen Sachen eigentlich. So, ja, wir haben heute Weihnachten. Ich hoffe, ihr feiert das schön. Wie gesagt, wir machen da mal ein Raclette-Essen bei der Oma und am ersten Weihnachtsfeiertag geht es dann zur anderen Familie und am zweiten Weihnachtstag dann wieder zur anderen Familie. Ist eigentlich ganz entspannt und eigentlich auch immer eine coole Zeit. Tatsächlich fand ich früher eigentlich so die Geschenke am coolsten, aber mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, so ab 14 oder so, ja, habe ich so mehr gewertschätzt, wie cool das eigentlich ist, wenn man mit allen zusammen chillt und schönes Essen hat und so weiter und auch, keine Ahnung, ich habe mir seitdem auch nichts mehr gewünscht, also ich kriege immer was, aber ich wünsche mir halt nie was, also wenn ich gefragt werde, was ich mir wünsche, dann sage ich immer, ja, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Meistens gibt es dann aber immer was, zum Beispiel jetzt wünsche ich mir halt Uni-Bücher,
ja, ganz spannende Lehrbücher, aber naja. Was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten? Ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben. Oder was verschenkt ihr? Was findet ihr da cool? Ich verschenke tatsächlich eine ganze Menge. Ich schenke lieber, als dass ich bekomme tatsächlich, weil ich bin eh immer zufrieden, von daher kann ich lieber verschenken und dann vielleicht andere Leute noch zufriedener machen. So, aber wir gucken uns jetzt mal hier unser kleines süßes Häuschen an. In einem modernen Style, der mir sehr gut gefällt und auch tatsächlich ziemlich ressourcenarm ist. Also wir benutzen hier vor allem halt Holz und ein bisschen Quarz tatsächlich, aber halt auch weniger als gedacht. Und ich meine, man hat hier halt tatsächlich alles. Man hat hier eine Küche, wo alles Mögliche drin ist, was man eben so in der Küche braucht. Wir können hier verzaubern. Wir haben hier auch ein Bett, wir haben hier Rüstungsständer, wir haben hier auch diversen Platz, um Sachen zu lagern, die relativ gut versteckt sind. Wir haben Amboss, wir können hier brauen. Man hat hier wirklich alles, was man in einem Survival-Haus brauchen kann. Vielleicht ein bisschen wenig Lagerfläche, aber zur Not könnte man ja hier auch noch zum Beispiel Fässer reintun oder hier unten Fässer. Also das müsste eigentlich auf jeden Fall reichen. Und dafür sieht es ziemlich cool aus. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Haus geworden. Ich bin sehr zufrieden mit dem Haus. ich zeige es euch nochmal von außen. Eigentlich müsste ich nochmal so Szenen einblenden, wie ich hier rumfliege. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Wollte ich tatsächlich sogar machen, auch mit Shader. Allerdings spielen wir jetzt in 1.15 Version. Und dafür gibt es halt leider noch keine Mods so richtig, weil die noch so neu ist. Und das Problem ist, wenn ich diese Map hier in der 1.14 starte, dann sind ja hier die Bienenstöcke und die werden dann halt irgendwie, also die buggen dann das Spiel und dann kriege ich im Endeffekt nur eine leere Karte. Also das bedeutet, wenn ich jetzt diese Map hier in der 1.14 starte, dann bekomme ich einfach nur den Seed, ohne dass ich jemals was gebaut habe. Und deswegen kann ich hier leider keine coolen Kamerafahrten machen, das hatte ich eigentlich geplant. Ich bin auch actually ein bisschen traurig darüber, aber naja, ist auch nicht so schlimm. Das können wir irgendwann anders vielleicht nochmal machen. Wäre auf jeden Fall cool. Aber ich denke, das Haus ist trotzdem ziemlich nice. Was ich auch cool finde, sind tatsächlich diese bewachsenen Dächer. Finde ich richtig toll. Und auch, wie gesagt, das Glas oben. Das hatte ich, glaube ich, in der allerersten... Nee, okay. Nicht in der allerersten Minecraft-Base, die ich hatte. Das war halt ein Dirt-Haus. Aber so in einer der ersten Minecraft-Bases, die ich hatte, hatte ich auf jeden Fall auch so ein Glasdach. Da habe ich gute Erinnerungen dran. Ja, wir haben auch noch einen richtig tollen Garten. Also ohne Spaß, ich finde den richtig gut geworden. Es ist ultra angenehm, hier lang zu laufen. Ich finde das richtig schön. Natürlich, hier zum Beispiel müsste noch irgendwas hin, aber ich weiß nicht so richtig was. Aber so im Großen und Ganzen, finde ich, ist der extrem gut geworden. Und wir können ja mal erstmal hier hingehen, wo unser Beacon ist. Hier haben wir so einen kleinen See, der ziemlich cool ist. Ein bisschen bewachsen, also ein bisschen zu doll bewachsen vielleicht. Und ein paar Fische könnte man hier auch noch reintun. Aber ansonsten finde ich das hier richtig cool. Also man hat hier so eine Front mit so ein paar verschiedenen Bäumen. Und die sorgen halt dafür, dass man hier so ein bisschen sich so geborgen fühlt, aber gleichzeitig halt auch einen guten Ausblick hat tatsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel hier mal rüberschaut, Richtung Dorf. Wir haben hier dann eine coole Bank oder so einen coolen Tisch vielmehr, wo man sitzen kann. Und wir haben ja auch einen coolen Grill. Denn diese Laternen, die ich ziemlich cool finde. Ich habe übrigens ein Laternen-Tutorial-Video gemacht mit ein paar Laternen-Designs, falls euch sowas interessiert. Aber das hier ist, finde ich, das coolste Design von denen. Einfach super einfach und sieht halt gut aus. Und ja, weiß nicht, ich finde das hier sehr entspannt, einfach zu chillen. Und mit Shader könnte ich mir das noch cooler vorstellen. Aber wir haben ja noch viel mehr im Garten. Wir gehen erstmal hier entlang. Hier haben wir den Pavillon. Der ist auch ziemlich cool. Hier kann man sich schön hinsetzen und an der Feuertonne dann entspannen. Und hier hat man tatsächlich einen richtigen Ausblick, wo man dann hier runter gucken kann. Und da vorne habe ich übrigens das noch nicht weggemacht. Also das da müsste theoretisch auch noch weg, damit das Wasser halt hier wirklich einmal durchfließt. Aber ich meine, der Ausblick hier ist natürlich auch richtig geil. Und gerade mit Shader sah das halt immer ziemlich cool aus. Und in dem Pavillon, der ist auch ziemlich cool. Ist so ein bisschen an das Design angelehnt, was ich auf dem Server habe. Das habe ich euch auch schon mal in einer Welttour gezeigt. Und das ist immer cool, wenn man halt so in verschiedenen Welten halt so ein paar Sachen hat, die man halt überall gebaut hat. Das ist so ein bisschen, ja, man fühlt sich hier heimisch halt einfach. Sehr cool. Dann gehen wir den Weg hier weiter am Blumenbeet vorbei, was auch ziemlich cool geworden ist. Einfach mit Rot und Weiß. Ziemlich nice. Ja, beste Rhymes. Ja, ich sollte Rapper werden auf jeden Fall. Oder zumindest Ghostwriter. Wir haben hier vorne dann so ein kleines Weedfeld. Ja, wenn wir jetzt schon beim Rappen sind, dann muss man natürlich auch ein Weedfeld haben. Und wir haben ja natürlich auch alles mögliche andere, was man anbauen kann. Nur keine Karotten. Die haben wir jetzt leider nicht bekommen in der ganzen Zeit, wo wir gespielt haben. Wir waren in zwei Dörfern, glaube ich. Wir haben diverse Dungeons uns erkundet und erschlossen, aber keine Karotten gefunden. Tja, so ist das leider. Ich finde es trotzdem ziemlich cool hier. Ich mag solche Felder, wo man halt alles so durcheinander hat. Es sieht halt einfach sehr viel besser aus, als hätte man hier nur Weizen, oder? Ist einfach so. Dann hier auch der Baum mit den Laternen, sehr cool geworden. Und dann haben wir hier vorne die Tiere. Eine Kuh fehlt hier leider noch. Dann hätten wir hier zwei und hätten hier alle Tiere, die so wichtig sind. Natürlich könnte man hier jetzt auch noch Pferde hinmachen und Lamas und was gibt's denn noch so, halt die ganzen Tiere, die es noch so gibt. Allerdings haben wir hier oben auf unserem Hügel nicht mehr so viel Platz. Und das finde ich ist auch übrigens richtig cool, dass wir auf dem Hügel gebaut haben.
Weil, ja, man hat jetzt den ganzen Hügel halt ausgenutzt und keine Fläche, die jetzt irgendwie verschwendet ist oder sowas. Und es sieht halt so vollkommen aus eigentlich. Ja, finde ich sehr cool. Dann hier halt noch den Stall. Der ist eigentlich nicht so spannend. Wir haben hier halt alles mögliche, was die Tiere so brauchen könnten. Wir haben hier die Tiere. Wir könnten theoretisch die Tiere auch einsperren, falls es irgendwie Nacht ist oder dunkel oder kalt oder was auch immer. Damit sie nicht draußen rumlaufen müssen. Und hier oben haben wir halt einen Heuboden. Auch alles cool. So, dann gehen wir mal hier weiter. Hier haben wir dann Bienen, einen kleinen Bienenpark, den wir zuerst gebaut hatten. Mit Blumen, mit Bienen und mit Honig. Aber den Honig hole ich mir nicht, weil sonst werde ich hier wieder angegriffen. Das haben wir in der vorletzten Folge, glaube ich, auch wieder erfahren. Hier hinten geht es hin raus und hier ist halt leider nichts mehr. Aber hier könnte man später sonst einen Weg machen, der irgendwo hingeht in andere Gefilde. Aber auch hier wieder ein cooler kleiner Teich. Ganz viele Blumen, die Bienen mit so einem kleinen Unterstand und hier ein Baum. Und dann kann man hier sich hinsetzen und hier auch nochmal die Landschaft genießen. Also ich finde, es ist wirklich sehr schön geworden, was wir hier gebaut haben. So, dann gehen wir nochmal hier an der Felswand vorbei, die auch sehr cool ist und gut aussieht. Und dann können wir hier diesen Pfad entlang gehen, der auch ziemlich nice geworden ist. Also ich sage hier immer, dass es cool geworden ist, aber ich bin halt wirklich zufrieden mit dem, was wir gebaut haben. Ja, wenn man diesen Pfad hier entlang geht, kommt man eben zum Höllenportal. Und ich sehe gerade, da habe ich noch zwei Holz vergessen eben, aber ist auch egal. Ja, das Höllenportal ist auch ziemlich nice geworden. Allerdings gibt es in der Hölle nichts wirklich zu sehen, außer so ein anderes Höllenportal und halt so ein Klotz aus Cobblestone. Deswegen gehen wir da jetzt mal nicht rein. Aber ich finde den Weg darunter, darunter ist auch ziemlich nice geworden. Ich finde das cool, wenn man so diesen Übergang hat zwischen normaler Welt. Und dann kommt hier so ein bisschen Höhle mit Nether-Zeug und dann geht man halt in die Hölle, in den Nether. Finde ich ziemlich toll. Und wir haben hier nebenbei auch nochmal so eine ganz gute Nether-Warzen-Farm, wo wir uns dann immer was holen können, wenn wir es brauchen, weil die braucht man ja zum Glück nicht so viel, aber wenn man sie braucht, haben wir sie hier. So, dann hier nochmal den Blick auf diese Felswand. Ich finde, die sieht halt wirklich sehr gut aus und oben dann gerade nochmal diese Mauer. Das ist einfach, ich bin echt zufrieden, also wirklich. Sehr coole Serie hier gewesen. Ein bisschen schade, dass sie zu Ende ist, aber es war halt auch wirklich anstrengend. Das kann ich mal erzählen, während ich hier jetzt schlafen gehe. Und ich glaube, ich synchronisiere gleich nochmal, oder ich mache das, glaube ich, jetzt, weil das ist auch übrigens so eine Sache, weil je länger ich aufnehme, desto asynchroner werden die Tonspuren mit dem Bild. Und deswegen synchronisiere ich das jetzt gleich nochmal, muss dann einmal schneiden und dann haben wir es aber auch wieder. Also, bis gleich. So, jetzt müsste es wieder synchroner sein. Und ja, also ich würde jetzt mal ein bisschen erzählen darüber, wie das so war, das aufzunehmen tatsächlich, während wir dann zum Dorf laufen und uns das mal ein bisschen anschauen. Es war wirklich anstrengend, also ich lüge euch nicht an, ich sage euch, wie es ist. Es war wirklich sehr anstrengend, das Ganze hier aufzunehmen. Kommt vielleicht nicht so rüber in den Videos tatsächlich immer, aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe es auch oft erwähnt gehabt, dass halt die Aufnahmen tatsächlich oft mehrere Stunden gedauert haben. Also ich glaube, das Längste, was ich hatte, waren fast 5 Stunden für eine Folge. Und allein das Aufnehmen ist halt eine ultra lange Zeit, wie, also 5 Stunden jeden Tag. Alter, ne, ich habe ja jeden Tag ein Video gemacht und wäre das jeden Tag so gewesen, das wäre nicht zu schaffen gewesen. Und dann muss ich das Ganze natürlich noch bearbeiten, rendern, schneiden. Das dauert natürlich, je länger das Video ist, auch nochmal länger. Und dazu kommt noch, dass ich mir natürlich auch Ideen gemacht habe, dass in jeder Folge vielleicht irgendwas ist, was euch so interessieren könnte, was so gebaut wird, was cool ist, dass ihr euch da halt irgendwie, na, dass ihr halt irgendwas davon mitnimmt von dem Video. Und gleichzeitig hatte ich natürlich auch noch Uni, das war natürlich auch stressig. Und na, dieser typische Weihnachtsstress, den man hat mit Geschenke kaufen und kommt nicht an und bla bla bla. Und dann hatten wir natürlich auch noch ein bisschen, oder hatte ich natürlich auch noch ein bisschen Pech, was das Leben angeht, und deswegen haben wir auch dieses Monument hier gebaut, denn unser Hund ist gestorben, oder eingeschläfert worden, aber es, na, ist ja im Endeffekt dasselbe, leider. Das war natürlich auch richtig doof, eigentlich, und dann, es ging halt weiter bergab, dann tatsächlich, weil, ein Freund von meiner Oma ist auch noch gestorben, und mit dem hatten wir auch relativ guten Kontakt, tatsächlich, und dann ist noch jemand gestorben aus meinem Umfeld. Das ist halt, also so, keine Ahnung, es war halt eine sehr stressige Zeit, erstmal natürlich mit diesen riesigen Aufnahmen, die halt mehrere, ich glaube, jede Aufnahme hat mehrere Stunden gedauert, so 1-2 Stunden im Durchschnitt, würde ich sagen, und dann hin und wieder mal 3 und 4 und 5 Stunden, ja fast, und dann hat man auch noch Uni, was ultra lange dauert. Ich muss ja, es ist ein sehr langer, weil, oder ich habe einen sehr weiten Weg zur Uni, es dauert immer sehr lange. Es gibt Tage, da stehe ich um 4.30 Uhr auf und bin dann um kurz vor 9 abends wieder zu Hause und war dann im Endeffekt nur in der Uni. Und danach dann nochmal hier schön ein paar Stunden aufnehmen und nebenbei dann nochmal mitkriegen, dass hier irgendwie alles im Umfeld stirbt, ist halt scheiße. Ich hoffe, wir haben das jetzt also soweit überstanden. Und ich will das auch nicht so negativ machen, die Folge, wie gesagt, bin ich eigentlich auch nicht. So ein negativer Typ, deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter ins Dorf. Aber ich wollte euch einfach mal sagen, dass es ziemlich aufwendig ist und anstrengend, so eine Folge tatsächlich zu machen. Und deswegen bin ich auch eigentlich froh, dass das jetzt zu Ende ist, weil
Das kann ich halt nicht immer machen. Also Let's Plays an sich sind natürlich einfach, weil man dann nur 15 Minuten Parts macht und eigentlich nicht so viel tut, sage ich mal. Aber ich habe ja immer versucht, halt möglichst was zu schaffen in den Folgen. Und dementsprechend, wenn ich jetzt hier Holz abfarm, habe ich es rausgeschnitten. Und im normalen Let's Play wäre das natürlich drinne gewesen. Und so kriegt man natürlich locker eine Let's Play-Folge fertig. Aber ich habe halt, wie gesagt, solche langweiligen und eintönige Sachen rausgeschnitten. Oder wenn ich weit rumlaufe, was halt auch Zeit kostet einfach. Habe ich rausgeschnitten, weil es halt langweilig ist oder wenn sich so Sachen wiederholen und so. Dementsprechend hat es halt sehr lange gedauert. Und im Gegensatz zu den Tutorials, die gingen immer relativ schnell. Also im Direktvergleich. Aber ja, wir haben es jetzt geschafft. Und es ist gut geworden, auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir uns nochmal was an, was gut geworden ist. Und zwar das Dorf, was tatsächlich ziemlich cool geworden ist. Wir haben hier eine coole Hängebrücke, die ich jetzt schon ein paar Mal benutzt habe, während ich hier geredet habe. Und da kommen wir halt easy locker rüber. Übrigens, wenn ihr noch mehr so zum Jahresrückblick mehr oder weniger wissen möchtet, dann ich werde am 31. Dezember noch was hochladen. Ich weiß noch nicht genau die Uhrzeit, aber wahrscheinlich so irgendwie mittags oder vormittags oder sowas schalte ich das frei. Da erzähle ich dann nochmal alles Mögliche, also vom Leben und YouTube und Minecraft und wie anstrengend das alles ist und wie schön aber auch und so weiter und so weiter. Und natürlich auch, was in der Zukunft jetzt kommen wird in Minecraft, weil diese Serie ist ja jetzt zu Ende. Was machen wir denn dann nur? So viele Fragen. Schaut am besten euch das nächste Video an. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Wir schauen uns jetzt hier weiter das Dorf an, was auch, wie gesagt, gut geworden ist. Wir haben hier einen coolen See, wo auch Fische drinnen schwimmen. Das Zuckerrohr ist ein bisschen doof, das müsste ich eigentlich mal ein bisschen variieren in der Höhe. Weil wenn das alles 3 hoch ist, sieht das immer ein bisschen komisch aus. Ich mache meistens nämlich noch eins, das 4 hoch ist oder 2 und welche die 2 hoch sind. Und ja, wir haben ja auch die Treppe nach oben, wie gesagt, hier oben ist auch noch ein Haus. Das ist allerdings noch im Standarddesign. Und ein paar Standarddesignhäuser haben wir tatsächlich noch. Hier vorne haben wir so ein kleines Lager. Wir haben hier vorne dann nochmal eine Tür, wo es rausgeht. Ich zeige euch mal von außen das Dorf. Und dann seht ihr mal, wie das Ganze aussieht. Ich laufe hier mal ein Stückchen in diese Richtung. So, wir haben hier so eine Mauer drum gebaut, damit das halt erstmal zombiesicher ist. Das war, glaube ich, das Erste, was wir sogar gemacht haben. Erstmal alles zombiesicher hier drinne. Und dann auch ausbruchsicher, damit hier keiner raushüpfen kann. Das war dann das Zweite, was wir gemacht haben, so ungefähr. Gibt natürlich immer noch irgendwo Sicherheitslücken, die ich noch nicht gefunden habe. Hier zum Beispiel, fällt mir gerade auf, könnte man einfach easy rausgehen, oh mein Gott. Ja, naja. So, und dann haben wir das Dorf transformiert. Wir haben viele von den einfachen Häusern einfach ganz normal umgestaltet, einfach ein anderes Dach rauf und dann halt alles Mögliche eingerichtet. Wir haben aber noch sehr viel mehr gemacht und das schauen wir uns jetzt an. Und was auch sehr toll, oder was ich sehr toll finde, sehr gelungen, sind tatsächlich diese verschiedenen Ebenen, auf denen das Dorf ist. Und dann hier mit diesen Mauern, die da dran sind. Das ist immer sehr cool. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Eigentlich, man könnte hier jeden Weg nehmen. Ich gehe mal hier lang einfach. Hier haben wir dann ganz viele Häuser. Wir haben hier Bäume. Wir haben hier oder auch verschiedene Bäume. Hier waren ja nur eine Art von Bäumen. Und jetzt haben wir hier sehr viele verschiedene Laternen. Hier vorne könnte man nur nochmal ein kleines Feld hinbauen. Und dann geht's hier weiter mit noch mehr Häusern. Hier haben wir so einen kleinen Tisch, wo man sich hinsetzen kann. Und dann kann man hier picknicken oder essen oder sowas. Dann geht's hier weiter. Wir haben hier dann, das ist jetzt so quasi das Dorfzentrum. Wir haben hier einen kleinen Brunnen, wo man sich Wasser holen kann. Wir haben hier Marktstände, wo man handeln kann. Wir haben hier auch einen kleinen Weihnachtsbaum, den ich gebaut habe. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, ich geb's ja zu. Aber man kann es, denke ich mal, erkennen, dass das ein Weihnachtsbaum sein soll. Wir haben hier auch Kissen drumherum. Alles cool. Und halt, wie gesagt, diese Marktstände. Dann haben wir hier in der Mitte noch den Villager Breeder. Ich glaube, das war sogar das allererste, was wir hier gebaut haben. Und ja, deswegen sind hier auch so viele Villager und so viele Eisengolems tatsächlich. Dann haben wir hier vorne noch ein paar verschiedene Häuser, die so ein bisschen anders mal sind. Wir haben hier eine Mine, wo es nochmal zu einem Spawner geht. Also wir haben hier wirklich eigentlich im Dorf alles, was man sich wünschen kann. Hier ist es tatsächlich noch ein bisschen leer, aber hier könnte man halt auch im Zweifel wieder kleine Felder hinbauen und irgendwelche Kisten oder sowas. Da würde man auf jeden Fall schon was finden. Dann haben wir hier ein großes Haus, wo 2 Leute drinnen wohnen, wo man dann so einen kleinen Balkon hat. Wenn ich hier mal bitte die Tür benutzen dürfte, sehr vielen Dank. Finde ich auch sehr cool. Von hier kann man dann Ansprachen halten als Bürgermeister oder sowas, habe ich mir gedacht. Wäre doch auch eine coole Sache. Denn hier nochmal ein Feuer mit Sitzbänken und wir haben hier noch mehr Felder. Die Villager müssen gar nicht rausgehen, obwohl ich draußen auch Felder habe, das zeige ich euch gleich. Aber hier drin sind halt auch genug Felder theoretisch, wo man halt von leben kann, denke ich. Und natürlich auch die Fische, die man angeln kann. Und dann haben wir da vorne nochmal einen kleinen Turm. Das ist dann auch, glaube ich, das erste normale Gebäude gewesen, was wir hier gebaut haben. Da hüpfen wir auch nochmal schnell drauf, da hat man nämlich einen guten Ausblick von. Zack, wenn ich rein darf. Und ich habe hier so einen kleinen Jump'n'Run gemacht, weil die Villager sind immer da hochgelaufen. Aber das war eigentlich nicht so cool, weil dann sind die ja hier oben gefangen, so mehr oder weniger. Also die hier sind schon seit Ewigkeiten hier oben. Ja, von hier hat man nochmal einen richtig guten Ausblick auf das ganze Dorf mit diesen verschiedenen Ebenen hier vorne. Mit dem Marktplatz, mit den ganzen Häusern und so weiter. Sehr cool geworden. Und hier vorne, da springe ich auch nochmal hin,
haben wir erstmal einen ganzen Haufen Füchse, weil hier Bären sind und die werden davon, glaube ich, angelockt oder sowas. Hier haben wir sehr viel Zuckerrohr, das wir mal gebraucht haben, um zu handeln. Und dann haben wir hier noch eine kleine Brücke. Und hier vorne haben wir dann noch ein Haus von irgendeinem Typen, der halt irgendwie, weiß nicht, nicht so Bock hat, im Dorf zu wohnen oder so. Und hier natürlich nochmal ein großes Feld, wo man nochmal einiges anbauen kann. Fand ich auch nochmal ganz cool. Dann gehen wir hier auch nochmal wieder rein. Wir haben insgesamt 3 von diesen Toren, wo man reingehen kann. Und dann halt nochmal die Brücke. Also theoretisch 4 Wege, um halt ins Dorf zu kommen. So. Wenn wir denn hier langlaufen, also ich finde auch, das Gebiet ist halt auch richtig cool gewesen. Gerade auch mit diesen verschiedenen Ebenen, die könnte man hier halt wirklich gut benutzen. Ich finde, sowas sieht immer sehr cool aus. Viel cooler, als wenn es halt einfach nur flach und gerade ist. Und dann gehen wir jetzt auch mal auf die 2. Ebene. Hier kann man einfach hochlaufen. Und hier habe ich dann auch mal so ein bisschen weihnachtsessensmäßig was hingebaut. So eine kleine große Tafel. Eine kleine große Tafel, na, ihr wisst, was ich meine. Hier vorne haben wir dann auch nochmal so einen Tisch. Ganz einfach. Und dann haben wir hier nochmal einen Grill, wo dann hier das Essen gegrillt wird, was sie hier essen an Weihnachten oder so. Ist auch eine coole Idee. Den Brunnen habe ich noch nicht geändert. Das war auch nochmal so auf unserer Liste drauf, aber einfach noch nicht zugekommen. Wir haben ja, also wie gesagt, ich habe also für nur 24 Folgen theoretisch ist das Let's Play auf jeden Fall sehr weit gekommen. Aber wie gesagt, ich habe ja auch sehr viel rausgeschnitten, was so ja diese eintönigen Sachen, Farm und so weiter angeht. Was natürlich den Großteil erstmal am Anfang ausmacht. Weil bevor man irgendwas bauen kann, braucht man ja erstmal die Items und so weiter. Ja, dann gehen wir hier noch weiter, nochmal auf eine extra Ebene. Sehr cool auf jeden Fall. Da haben wir jetzt Hühnchen in so einem kleinen Stall und dann Hühnchen in so Käfigen, wo halt eine automatische Eierform im Endeffekt draus geworden ist. Auch sehr nice und ich habe das Gefühl, ich sage immer sehr cool, sehr nice, sehr gut oder so. Ja, lassen wir. Ich brauche mal andere Wörter dafür. Hier vorne haben wir dann nochmal ein paar Tiere. Ich glaube, wir haben sogar alle Tiere hier drin. Wir haben auf jeden Fall Schweine, Kühe und Schafe und zumindest, ja, wir haben auch 2 Hühner hier drin und sogar 2 Villager, also die ganzen, das ganze Nutzvieh ist hier drin. Sehr nice. Ich habe übrigens auch rausgefunden, wie die Villager da reingekommen sind. Und zwar war das hier, die sind hier immer rübergelaufen. Das habe ich jetzt nochmal hier ausgebessert, aber für die beiden ist das halt leider zu spät. Die Rettung kommt zu spät. Aber was soll man da machen? Hier haben wir nochmal einen großen Stall. Hier sollten eigentlich die Pferde rein. Habe ich immer noch nicht gemacht, weil ich es immer wieder vergessen habe. Hier oben dann nochmal Heuboden mit allem drum und dran und Essen und Trinken und Heu und so weiter. Und dann geht's hier nochmal weiter. Und da haben wir dann auch nochmal das 3. Tor, was hier in diese Richtung rausgeht. Da vorne sind, glaube ich, ja genau, das sind auch noch Häuser, die nicht mit im Dorf jetzt quasi sind. Auch ganz cool geworden eigentlich. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Häuschen, wie gesagt. Hier auf dieser Ebene, wo auch diese Tafel ist, haben wir dann nochmal ein Haus hier vorne. Was auch sehr cool geworden ist, so ein bisschen schief. Finde ich sehr toll. Und das ist anscheinend sein Haus, Entschuldigung. Er will jetzt alleine sein, wahrscheinlich. Ja, aber ansonsten war es das eigentlich vom Dorf. Und viel mehr haben wir auch gar nicht gebaut. Wir haben halt, wie gesagt, vor allem versucht halt irgendwelche coolen Sachen zu erreichen oder irgendwelche coole Sachen zu erreichen und naja, das Haus sage ich schon, das Dorf finde ich aber tatsächlich sehr gelungen und bin sehr zufrieden damit auf jeden Fall und auch unser, eigentlich alles, was wir gemacht haben, ist sehr gut geworden, also ich bin wirklich über alle Maßen zufrieden damit. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird, da hat natürlich der Seed auch ein bisschen mitgespielt, also ich weiß nicht, aber ich habe, glaube ich, erwähnt, dass ich den Seed halt mir vorher nicht angeschaut habe. Ich habe tatsächlich oft überlegt, mir den anzuschauen, damit ich so ein bisschen, es gibt zum Beispiel so ein paar Biome, in denen ich gar nicht bauen möchte. So Dschungel zum Beispiel hätte ich doof gefunden. Und dann habe ich halt, überlegt, ob ich zuerst gucken soll, ob halt der Seed irgendwie was Doofes ist, damit ich dann sage, okay, ich nehme einen anderen Seed, weil ich hätte ja auch einfach nur Erik nehmen können oder irgendwie 1, 2, 3 oder sowas. Aber ich habe es nicht gemacht und bin eigentlich ziemlich froh darüber. Wir sind dann hier blind rein. Komplett ohne, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Und das ist natürlich richtig cool geworden hier mit dem Dorf. Direkt neben so einem coolen Hügel. Und wir haben ja Cave-Spider-Spawner. Und hier unten ist auch noch ein Spawner. Und wir haben ja alles, was wir brauchen. Sehr zufrieden auf jeden Fall. Und ja, ansonsten, wie gesagt, das Let's Play war anstrengend auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich überlegt, sowas nochmal zu machen. Oder vielleicht jedes Jahr oder jedes Jahr zweimal irgendwie so eine kleine Serie zu machen, wo man so ein Spiel spielt. Zum Beispiel jetzt haben wir ja Minecraft gespielt, man könnte jetzt zum Beispiel irgendwie im Sommer vielleicht nochmal einen Monat machen, wo man hier die Welt weiterspielt oder wo man nochmal eine neue Welt anfängt oder Hardcore spielt oder Creative, dass man einfach nur was baut oder vielleicht gibt es bis dahin ja ein cooles Modpack oder sowas oder ein anderes Spiel. Zum Beispiel, so ein Spiel, was ich auch ziemlich gerne spiele wahrscheinlich, ist Anno 1800. Das habe ich allerdings nur gespielt, wenn es immer umsonst ist. Es gab ja schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal so ein Event, wo das halt eine Woche umsonst ist. Und da habe ich es gespielt und ich habe auch alle anderen Teile gespielt. War richtig geil. Und sowas zum Beispiel. Also wenn ich mir das Spiel jetzt kaufe, dass man dann mal einfach irgendwie einen Monat lang oder irgendwie eine Woche oder sowas oder ein Wochenende lang
ja, ganz viel spielt davon einfach und das aufnimmt und dann hochlädt und so als ein kleines Projekt hat. Oder halt nächstes Jahr könnte man halt, wie gesagt, wieder einfach Minecraft erklärt 2.0 machen oder irgendwie mit anderen Zielen oder so, dass man baut oder Hardcore, wie gesagt. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Idee, dass man so zwischen den ganzen Tutorials über Minecraft, die ich mache, dass man halt dann nochmal so ein ganz einfaches Let's Play hat, einfach so ganz entspannt, ein bisschen labert, wie das Leben so ist. Und hier ist es, glaube ich, ziemlich dunkel. Ich glaube, hier müsste man nochmal ausleuchten. Ja, aber ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. War natürlich eine schlechte Zeit irgendwie gewählt, so was so Privates angeht und Uni. Und ich glaube, ich habe mir auch zu viel Mühe gemacht mit den einzelnen Folgen. Weil, wie gesagt, eine 5-Stunden-Folge auf 20 Minuten runterzubrechen und dann, ja, weiß nicht, ob es das so wert war, bin ich mir nicht so sicher, weil, keine Ahnung, es gab halt viele Nächte, wo ich nicht viel geschlafen habe. Aus so einer Kombination von wegen, ja, Uni ist so anstrengend und dann halt noch, wenn man zu Hause ist, muss man halt aufnehmen. Und das war halt schon sehr anstrengend tatsächlich. Aber ich glaube, ich habe das jetzt genug schlecht geredet. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich würde es gerne wieder machen. Allerdings erstmal nicht und auf jeden Fall nicht im Prüfungszeitraum oder sowas. Sondern vielleicht, ich habe ja auch Semesterferien. Warum da nicht? Das wäre doch auch eine gute Idee, oder? Dass man in den Semesterferien sowas macht. Oder ich habe mir auch überlegt, das live zu streamen vielleicht. Vielleicht ist das cooler. Weil ich dann halt nicht so diesen Aufnahmedruck habe von wegen, ja, es wird asynchron, ich muss das noch schneiden und rendern und hochladen. Das dauert halt wirklich lange. Also, wenn ich jetzt so ein 40-Minuten-Video schneide erstmal, was vorher 5 Stunden lang war, das dauert bestimmt eine Viertelstunde oder sowas oder 10 Minuten, dann rendere ich das für eine halbe Stunde, lade das für eine halbe Stunde hoch. Das ist halt super viel Zeit, ne? Also, ich weiß nicht. Es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich würde es aber nicht wieder tun in der Form, sondern irgendwie anders und ja, ich denke, damit soll es das auf jeden Fall gewesen sein. Wie gesagt, Hashtag Weihnachten in die Kommentare. Aber wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt mal noch was dazu. Und zwar Hashtag Ende. Also Hashtag Weihnachten und Hashtag Ende. Dann sehe ich nämlich, wer das Video auch wirklich bis zum Ende geschaut hat. Weil der Hashtag kam ja diesmal ziemlich früh. Hashtag Weihnachten, Hashtag Ende in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und hoffe, dass es euch gefallen hat hier, die Serie. Ihr könnt ja gerne schreiben, wie ihr sie fandet. Ob ihr das nochmal machen würdet, irgendwie nochmal eine andere Welt oder diese Welt hier weiter oder ein anderes Spiel vielleicht. Outlast, ja, ein bisschen gruseln zu Halloween, das wäre doch auch eine geile Idee. So, das Halloween-Wochenende, 3 Folgen Outlast oder eine Woche vorher, so. Na, man kennt ihn. So, auf jeden Fall das ganze Drumherum-Gelaber, wenn euch das gefällt, so diese Ideen, die ich habe und so weiter, YouTube und sowas. Dann schaltet auf jeden Fall den Jahresrückblick ein, da werde ich hoffentlich lange darüber reden. Aber ich bin total müde, also ich sag jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal, haut rein. Und ciao.